Die nächste Wortmeldung, Frau Abg. Goldbach für BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst einmal dem Kollegen Schmidt danken für die Information, welche Filme er bevorzugt schaut. Das wissen wir jetzt. Bleibt nur zu sagen, über Geschmack lässt sich streiten. Wenn ich heute durch den Vogelsberg oder andere ländliche Regionen in Hessen fahre, dann ist das manchmal recht mühsam. Denn es reiht sich eine Baustelle an die andere. In Hessen wird so viel gebaut wie schon lange nicht mehr. Ich erinnere mich noch, und viele von Ihnen bestimmt auch, an das Jahr 2011. Damals gab es ein Schlaglochprogramm. Es war ein harter Winter, und im Februar 2011 dann hat die Landesregierung den Kommunen Geld zur Verfügung gestellt. Da wurden aber nur Löcher geflickt. Und wenn man das vergleicht mit heute, was wir für eine Investitionstätigkeit haben in Hessen. Die Straßen werden grundhaft saniert, Landesstraßen, Gemeindestraßen und Kreisstraßen. Da muss ich sagen, das ist doch schon eine deutliche Verbesserung, die man täglich sehen kann. Ich möchte noch einmal kurz darauf zurückkommen, warum die Lage in den hessischen Kommunen mal so ganz schlecht war. Das lag vor allem an der Finanz- und Wirtschaftskrise. Klar, dadurch sind die Steuereinnahmen in vielen Kommunen stark zurückgegangen. Damals hatten wir noch das alte Verbundsystem. Auch das Land hatte geringere Steuereinnahmen, und der Anteil, den die Kommunen bekamen, war entsprechend niedriger. Und wir haben seitdem viele Aufgabenübertragungen erlebt, vor allem im sozialen Bereich, vom Bund an die Kommunen und keine entsprechende Finanzierung dazu. Das sind gerade die Aufgaben Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Kosten der Unterkunft, Hilfen zum Lebensunterhalt und viele andere. Diese Ausgaben sind wichtig, diese Aufgaben müssen erfüllt werden, aber sie sind niemals vollständig vom Bund bezahlt worden. Und das zusammen, also einmal die Konjunktur- und Wirtschaftskrise und die vielen Aufgabenübertragungen, haben eben tatsächlich dazu geführt, dass im Jahr 2010/11 die Lage in vielen hessischen Kommunen relativ schwierig war. Aber wir haben eine deutliche Verbesserung. Und da muss ich sagen, verehrter Herr Kollege Schmidt, also es gibt ein paar Zahlen, Daten und Fakten, die muss doch wohl jeder zur Kenntnis nehmen. Beispielsweise die Finanzierungssalden der hessischen Kommunen. Im Jahr 2010 waren das 2,2 Milliarden € negativ. Im Jahr 2016 300 Millionen € positiv. Also, wenn das keine gewaltige Verbesserung ist, und das ist belegt, das sind ja belegte Zahlen, das ist keine Erfindung des Finanzministers, dann weiß ich es ja auch nicht. Dann haben wir die Konsolidierungsfortschritte der hessischen Kommunen. In 2011, 12, 13 ging es in den meisten Gemeindeparlamenten, Stadtparlamenten und Kreistagen immer nur darum, wie hoch das Haushaltsdefizit sein würde. Wir haben nur darüber geredet, was wir noch verkraften können an Defiziten. Von Haushaltsausgleich war damals überhaupt keine Rede. Und in 2013 hatten nur 29% der hessischen Kommunen einen ausgeglichenen Haushalt. 2017 werden es voraussichtlich 94% der hessischen Kommunen schaffen. Auch das sind Zahlen, die ganz klar belegen, die Situation hat sich in Hessen deutlich verbessert. Und ich möchte an dieser Stelle einmal betonen, dass das eine große Leistung der hessischen Kommunen ist. Und was sind die hessischen Kommunen? Das sind zuallererst unsere Kommunalpolitikerinnen und Politiker, die in den Gemeindeparlamenten, Stadtparlamenten, Kreistagen sitzen. Das sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, das sind die Dezernentinnen und Dezernenten, denn die haben gewaltige Anstrengungen übernommen. Sie haben Haushaltssicherungskonzepte erstellt, sie haben auch Einsparungen vorgenommen. Sie haben geschaut, wo sie die kommunalen Steuern erhöhen mussten, um die Einnahmen- und Ausgabenseite besser in Einklang zu bringen. Aber jetzt sehen wir eben, all diese Anstrengungen haben sich gelohnt. Und
Die ganze Zeit hat das Land Hessen die Kommunen unterstützt auf diesem Weg bei der Konsolidierung ihrer Finanzen. Und diesen Weg werden wir auch weitergehen. Kommen wir zum KFA. Das war ja ein großer Schritt, das größte Gesetzgebungsvorhaben überhaupt in dieser Legislaturperiode. Herr Schmidt hat gerade gesagt, der KFA, ich habe es mitgeschrieben, wörtlich, der KFA wird die Situation der Kommunen verschlechtern. Ich hätte jetzt gerne gewusst, welche Situation in den Kommunen. Die Wettersituation oder die Straßenbeleuchtungssituation? Jedenfalls nicht die finanzielle Situation. So viel ist sicher. Denn auch hier wieder ein paar nackte Zahlen. 2004 KFA-Volumen 2,39 Milliarden. 2016, erstes Jahr neuer KFA, 4,37 Milliarden. Und in 2018 etwa 5 Milliarden Euro. Meine Damen und Herren, hier von einer Verschlechterung für die Kommunen, der Situation in den Kommunen zu reden, das ist einfach nur noch absurd. Und vielleicht können Sie uns einmal erläutern, welche Situation konkret Sie gemeint haben, die Sie vorhin beschrieben haben. Zum KFA noch ein paar Worte. Es ging ja nicht nur darum, dass es mehr Geld gibt für die Kommunen, sondern es ging vor allem darum, dass die Kommunen angemessen finanziert werden. Und angemessen heißt entsprechend ihrem Bedarf. Und das war eben das erste Mal, dass das Land Hessen überhaupt den Bedarf der Kommunen festgestellt hat. Und sie bekommen jetzt Geld zur Deckung ihrer Ausgaben. Und es sind ein paar Elemente dort eingebaut, die auch zu mehr Gerechtigkeit innerhalb der kommunalen Familie und der Verteilung der Gelder dort geführt haben. Das ist einmal, Finanzminister Schäfer hat es vorhin auch schon einmal erläutert, der Ansatz, dass die abundanten Kommunen einen Teil ihrer Einnahmen für die finanzschwachen Kommunen weitergeben. Und wir haben vor allem ein paar Ansätze, die den ländlichen Raum besonders stärken. Wir haben in Hessen nach wie vor eine sehr unterschiedliche Situation, was die Finanzkraft angeht. Wir haben steuerstarke und steuerschwache Kommunen. Und es ist doch nur richtig, dass wir sagen, wir müssen mal dahin schauen, wo die Kommunen aus eigener Kraft keine höheren Einnahmen generieren können. Und da müssen wir mehr Geld hingeben. Und zwar auch nicht nur, um Defizite zu decken, sondern um sie strukturell zu stärken. Und genau das macht auch dieser KFA. Wir haben einen Ansatz für den ländlichen Raum. Und wir haben zusätzliche Ansätze für Kommunen, die besonders hohe Sozialausgaben haben. Und das alles zusammen ist eine Stärkung von schwächeren Kommunen hier in Hessen. Wir haben ein Problem, das tatsächlich bis heute besteht. Und Sie haben vorhin die Bertelsmann-Stiftung und ihren Kommunalbericht erwähnt. Die haben z.B. moniert, dass in Hessen die Kassenkredite so hoch sind. Richtig, die sind im Moment noch sehr hoch, nämlich etwa 6 Milliarden €. Auch richtig ist, dass wir in Hessen damit über dem Bundesdurchschnitt liegen. Auch richtig ist, das Land Hessen sagt jetzt, das ist ein weiteres großes Problem. Das gehen wir an, und wir finden eine Lösung. Und die Lösung sieht eben so aus, dass das Land Hessen diese 6 Milliarden € Kassenkredite, also einfach Überziehungskredite der hessischen Kommunen, den Kommunen abnimmt, zu einem bestimmten Stichtag sie auf Null setzt und sie gemeinsam mit den Kommunen über ein Darlehen, finanziert bei der WIBank, ablöst, tilgt. Das heißt, zum ersten Mal überhaupt gibt es einen Plan, eine Idee, wie man diese Kassenkredite los wird. Und ich möchte noch einmal ein Finanzierungsbeispiel sagen, um klarzumachen, dass es für die Kommunen auch durchaus sinnvoll ist, dieses Angebot, denn es ist ein Angebot des Landes, in Anspruch zu nehmen. Ich bin jetzt viel unterwegs in Kommunen, die fragen mich, ist es denn überhaupt sinnvoll, das zu machen, weil wir müssen ja dann 25 € pro Einwohner und Jahr zurückzahlen. Ja, das ist richtig. Das Gleiche zahlt noch einmal das Land, und das Land zahlt die Zinsen zur Tilgung. Aber dann ist die Frage, wenn die Kommune das jetzt selbst tilgen würde, was würde sie denn dann bezahlen? Was würde sie das kosten? Dazu ein einziges Rechenbeispiel. Nehmen wir eine Kommune mit 100.000 Einwohnern, Kassenkrediten von 500 Millionen €. Wenn die Kommune an dem Programm Hessenkasse, am Entschuldungsprogramm, teilnimmt, dann kostet sie das über die gesamte Laufzeit von 30 Jahren 75 Millionen €. Würde die Kommune das selbst tilgen,
mit einem angenommenen Zinssatz von 2%, was nicht viel ist für 30 Jahre, würde sie das 655 Millionen € kosten. Noch einmal, jetzt Teilnahme an der Hessenkasse 75 Millionen €, bei eigener Tilgung 655 Millionen €. Und das zeigt doch ganz deutlich, dass es für die Kommunen viel, viel günstiger ist, planbarer und sicherer, jetzt am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teilzunehmen. Kommen wir noch einmal zum beliebten und auch wichtigen Thema Investitionen. Ich sprach am Anfang schon einmal über Investitionen in grundhafte Sanierung von Straßen. Es gibt natürlich noch viele andere Bereiche, in denen Investitionen notwendig sind. Richtig ist auch, in den Zeiten der Finanz- und Wirtschaftskrise haben wir in Hessen einen Investitionsstau erlebt. Das heißt, der hat sich aufgebaut in dieser Zeit. Der muss wieder abgebaut werden. Es gibt immer wieder diese Forderung von Verdi, unter anderem von den LINKEN, auch von der SPD, das Land müsste einmal den ganzen Investitionsbedarf überhaupt feststellen und berechnen. Und darüber möchte ich heute auch einmal reden, denn das ist ein bisschen schwierig. Wenn man das einmal vergleicht mit einem Privathaushalt, dann ist vielleicht die Waschmaschine kaputt, das Dach muss neu gedeckt werden und der Hof gepflastert. Dann kann man die Kosten relativ einfach berechnen. In einem Unternehmen kann man die Ersatzinvestitionen oder die Erweiterungsinvestitionen auch ganz gut kalkulieren und berechnen. Aber bei den Kommunen haben wir doch gerade jetzt in den letzten Jahren und jetzt und auch in den folgenden Jahren die Situation, dass sich die Struktur ändert. Die Kommunen haben ganz neue, andere Herausforderungen. Ich möchte da einmal den Schulbereich wieder herausgreifen, weil das so anschaulich ist. Es wird ungeheuer viel gebaut in den hessischen Schulen und an den hessischen Schulen. Aber es ist doch nicht so, dass wir einfach sagen, in irgendeiner Grundschule ist das Dach kaputt, die Gebäudehülle muss energetisch saniert werden, wir brauchen neue Fenster und die WCs müssen erneuert werden. Nein, erst einmal wird die Frage gestellt, welche Aufgaben müssen denn die Schulen zukünftig und jetzt erfüllen. Form folgt Funktion. Und gerade das machen jetzt die Kommunen. Denn wir wollen eine Ganztagsbetreuung. Wir haben den Pakt für den Nachmittag. Das heißt, wir haben Inklusion. Die Schulen haben ganz andere Anforderungen. Dann brauchen sie auch ganz andere Räume. Das heißt, die Schulen müssen geändert, umgebaut werden. Und das heißt, wir können nicht einfach sagen, alles das, was bisher da war, muss eins zu eins einfach mit Ersatzinvestitionen erneuert werden. Nein, wir müssen schauen, wie sind denn die Kommunen, ihre Einrichtungen, ihre Schulen, ihre Kindergärten für die Zukunft gerüstet. Wir können auch nicht einfach sagen, alle Gemeindehäuser müssen jetzt einmal saniert werden, sondern die Kommunen stellen die Frage, brauchen wir die alle noch? Oder wollen wir aus Gemeindehäusern und anderen Einrichtungen Familienzentren machen, in denen wir viele Aufgaben gleichzeitig erfüllen, in denen wir ganz viele Angebote in einem Gebäude anbieten? Also Kinderbetreuung könnte das sein, zusammen mit einem Veranstaltungsraum, den die Gemeinde nutzt, den die Kirchen nutzen, den Vereine nutzen. Dann dazu die ganze Vereinsarbeit drumherum. Also wir brauchen und wir haben auch in den Kommunen neue Konzepte, gute Ideen, und wir wollen die Kommunen dabei unterstützen. Und die Kommunen entscheiden und sagen, wo und wie wollen sie investieren und wie werden sie in Zukunft ihre Aufgaben erfüllen. Das Land Hessen unterstützt sie dabei. Ein Ansatzpunkt dabei ist für uns ganz konkret auch die interkommunale Zusammenarbeit. Wir erleben ja, dass die Kommunen da Ideen entwickeln, die wir in der Vergangenheit gar nicht hatten. Wir haben Gemeindeverwaltungsverbände inzwischen. Wir haben sogar eine Gemeindefusion erlebt. Und das dient nicht nur dazu, um Kosten zu sparen, nein, das dient auch dazu, um mehr Fachkompetenz zu bündeln. Also wenn mehrere Gemeinden sich zusammenschließen und eine Aufgabe gemeinsam erfüllen, dann können sie dann natürlich ein oder mehrere Personen mit einer hohen Fachkompetenz hinsetzen. Vorher war das so, dass in jeder Gemeinde alle Aufgaben erfüllt wurden und ein Mitarbeiter z.B. für 3 oder 4 Gebiete zuständig war. Fachkompetenz konnte man so nicht aufbauen. Das geht in Zukunft. Auch da machen die Kommunen sich fit für die Zukunft und werden auch leistungsstärker in ihren gemeindlichen Verwaltungen. Ich muss Ihnen noch einmal ein bisschen was aus dem Wahlkampf von diesem Jahr erzählen, was Investitionen angeht. Also, das waren manchmal absurde Situationen. Da saßen wir in Gießen in einer Schule. Wir saßen in mehreren Schulen, aber eines war besonders anschaulich, zu einer Podiumsdiskussion mit Schülerinnen und Schülern und der Lehrerschaft. Dann sagte ein linker Vertreter, wie immer,
In Hessen verrotten alle Schulen, und da muss etwas getan werden. Blöd nur, dass diese Schule gerade top saniert wird. Wir saßen in einem hellen, freundlichen Raum mit modernster Technik ausgestattet. Nebendran war gerade eine ganz neue Mehrzweckhalle gebaut worden, und das mit Zuschussmitteln von Land und Bund. Da empfehle ich einfach den Kollegen von Linken und SPD mal einen Realitätscheck. Gucken Sie mal raus in unser schönes Hessenland, was sich da gerade tut. Wir haben mehrere Investitionsprogramme in Hessen gehabt, die das weit vorangetrieben haben. Wir hatten einmal die Konjunkturprogramme 1 und 2, also SIP und ZIP. Und allein davon sind 1,2 Milliarden € in die Schulinfrastruktur geflossen. KIP II mit einem Gesamtvolumen von mehr als 1 Milliarde €. Auch dort ist ein Großteil in die Schulen geflossen. Das waren über 300 Millionen €. Und dann haben wir noch einmal KIP II. Heute Morgen wurden noch einmal Förderbescheide übergeben. Mit einem Volumen von 513 Millionen €. Alles für die Schulinfrastruktur. Also in diesen wichtigen Bereichen tut sich viel in Hessen. Die Kommunen planen, setzen um, und das ist eine wirklich gute Entwicklung. Die ist noch lange nicht zu Ende, aber wir sind auf dem richtigen Weg zusammen mit den hessischen Kommunen. Auch in anderen Bereichen hat die Landesregierung die hessischen Kommunen nicht im Regen stehen lassen, nämlich in dem Bereich Unterbringung und Versorgung und Integration von Flüchtlingen. Ich möchte auch noch einmal daran erinnern, dass die Pauschalen, die gezahlt werden an die Kommunen, stark erhöht wurden, nämlich um 66,8 % in den kreisfreien Städten und 67,2 % bzw. 66 % in den Regierungsbezirken. Also eine deutliche Steigerung der Pauschalen, damit eben auch hier die Kommunen diese große gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen besser erfüllen können. Dazu kamen noch die Programme Integration von Flüchtlingen und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Das waren auch noch einmal allein in 2016 1,2 Milliarden € und in 2017 1,6 Milliarden €. Es gibt noch viele andere Unterstützungen des Landes in finanzieller Hinsicht und Beratung. Ich möchte nur einmal ansprechen, das Schwimmbadprogramm, das neue. Denn auch hier haben wir Sanierungsbedarf in den Kommunen. Deswegen werden 5 Jahre lang jeweils 10 Millionen € zur Verfügung stehen, um auch dort in diese wichtige Infrastruktur Schwimmbäder weiter Geld zu stecken, sie zu sanieren und auf einen modernen Stand zu bringen. Wir haben die Bereiche, in denen das Land schon immer die Kommunen fördert, im Bereich Feuerwehrausstattung, Feuerwehrgerätehäuser und Feuerwehrgeräte. Auch das wird so bleiben. Insgesamt ist die Entwicklung, die im Moment in Hessen in den Kommunen stattfindet, eine gute und positive. Ich glaube, das kann eigentlich niemand abstreiten, der sich mit den Zahlen und Fakten beschäftigt hat. Wir sind noch nicht am Ende des Weges, aber wir sind zusammen auf dem Weg. Das ist für uns das Entscheidende. Wir werden weiterhin eine Politik machen, die die hessischen Kommunen unterstützt. Und wir sind mit den Kommunen in einer Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Das ist das Wichtige dabei. Und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit, auf die Entwicklung weiterer guter Ideen und denken, dass wir eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit den hessischen Kommunalen Spitzenverbänden und unseren ganzen Kommunen und den kommunalen Vertretern hinkriegen. Darauf freuen wir uns. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Als Nächstes hat das Wort Herr Abg. Schalauske für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Erlauben Sie mir zwei Vorbemerkungen. In der Fragestunde hat der hessische Finanzminister, Herr Dr. Schäfer, gesagt, Wiederholung sei ein pädagogisches Prinzip. Ich habe den Eindruck, dass, seit ich in diesen Reihen weilen darf, dass nicht Wiederholung ein pädagogisches Prinzip ist, sondern Wiederholung ist schlicht und ergreifend ein Prinzip der hessischen Landesregierung, um ihre Politik wiederholt und immer wieder über den grünen Klee zu loben und Werbepolitik dafür zu machen.
oder den schwarz-grünen Klee. Das können Sie nehmen, wie Sie wollen. Die zweite Vorbemerkung möchte ich machen. Wenn Frau Goldbach von einem Realitätscheck spricht und wenn sie gleichzeitig begeistert davon berichtet, wie sie durch das schöne Hessenland oder auch den schönen Vogelsberg fährt und sich freut, wo denn überall gebaut wird. Angesichts des immensen Investitionsstau, den wir in unseren hessischen Städten und Gemeinden haben, da kann ich Ihnen, Frau Goldbach, nur raten, nehmen Sie, wenn Sie unterwegs sind, die rosarote Brille ab, damit Sie einmal einen realistischen Blick über die Situation in den hessischen Kommunen bekommen. Also kommen wir zum Titel der heutigen Regierungserklärung, denn dieser Titel ist mehr als verwegen. Sie behaupten, vier würde gewinnen, und Hessen hätte eine bundesweit beispielgebende Kommunalfinanzierung. Dieser Titel wirft doch mindestens zwei Fragen auf. Nämlich erstens, wer gewinnt hier eigentlich? Die Kommunen können nicht gemeint sein. Und zweitens, wofür soll die hessische Kommunalfinanzierung eigentlich ein Beispiel sein? Denn ein gutes Beispiel ist sie leider sicher nicht. Eigentlich glaubte ich zu wissen, was bei diesen vier Punkten gemeint war. Beim Zuhören sind mir dann doch aber wieder Zweifel aufgekommen, ob wir denn hier auf der gleichen Grundlage der Realität argumentieren. Reden wir also über diese vier Punkte, die aus unserer Sicht für die Kommunen mehr Probleme denn Gewinner sind. Was sind die Probleme der Kommunen? Erstens eine systematische Unterfinanzierung durch den kommunalen Finanzausgleich. Zweitens Kürzungsdiktate in Form der sogenannten kommunalen Schutzschirmprogramme. Drittens ein chronischer Investitionsstau, der auch durch die vielen, vielen Programme in Form der kommunalen Investitionsprogramme nicht einmal ansatzweise beseitigt wird. Und viertens die Überschuldung der Kommunen, die durch den hessischen Finanzminister und seine Vorgänger selbst verursacht wurde und die die Kommunen jetzt im Rahmen der Hessenkasse selbst beseitigen sollen. Und bei all diesen vier Punkten kann man ja viel behaupten, aber sicher nicht, dass die Kommunen dabei die Gewinner sind. Beginnen wir mit dem KFA. Ja, richtig ist, dass die Kommunen von den vergleichsweise hohen Steuereinnahmen profitieren. Richtig ist auch, dass in diesen Tagen viele Kommunen ausgeglichene Haushalte vermelden können. Wohlgemerkt, diese Meldungen kommen aber zu einem Zeitpunkt, in dem der konjunkturelle Motor läuft und selbst für diesen KFA ein halbwegs ordentlicher Zustand zu konstatieren ist. Sollte sich diese Lage aber einmal verschlechtern, und in der Anhörung sind wir ja interessanterweise auch von den Vertretern der kommunalen Spitzenverbände über den zyklischen und krisenförmigen Charakter der kapitalistischen Ökonomie aufgeklärt worden, fand ich sehr spannend, will ich jetzt hier aber nicht weiter ausführen, sondern sollte sich diese Konjunktur einmal verschlechtern, dann werden sehr viele hessische Kommunen erneut in eine sehr schwere finanzielle Lage kommen. Und dafür trägt dann allein die Landesregierung die Verantwortung, weil sie es nicht geschafft hat, die Kommunen finanziell angemessen auszustatten. Und der kommunale Finanzausgleich ist auch keineswegs, wie Sie hier immer wieder behaupten, und da erlaube ich mir mal oder frage den Präsidenten, ob er mir erlaubt, Frau Goldbach aus der Juni-Diskussion hier um den KFA zu zitieren. Denn damals haben Sie gesagt, die Risiken der schwankenden Steuereinnahmen in den Konjunkturverläufen müssen die Kommunen nicht mehr tragen, sondern sie trägt das Land Hessen. Da kann ich nur sagen, schön wär's. Im Volksmund heißt das, wer es glaubt, wird selig. Wer es nicht glaubt, der kommt auch in den Himmel. Denn anders als Sie behaupten, ist der neue kommunale Finanzausgleich eben keine Vollkaskoversicherung für die Kommunen, sondern der KFA ist eher eine Teilkaskoversicherung mit Selbstbehalt. Falls nämlich die Steuereinnahmen sinken, und das kann ja passieren, dann werden Sie die Kommunen an den sinkenden Einnahmen beteiligen. Der einzige Unterschied zu früher wird sein, Sie werden es anders begründen. Die Begründung für die dann niedrigeren Zuweisungen wäre eine andere. In einem solchen Fall werden die Zuweisungen im KFA auf einen künstlich kleingerechneten Bedarf absinken. Eine Art Grundsicherungsniveau für Kommunen, wie man es auch immer nennen will, mit einer bedarfsgerechten Finanzausstattung hat das überhaupt nichts zu tun.
Und wenn Sie uns heute erklären, dass die Finanzlage der Kommunen gut ist, dann ist es nichts anderes als eine Schönwetterpolitik. Die eigentliche Bewährungsprobe des KFA steht dem noch bevor. Es ist absehbar, dass Kommunen zukünftig, wenn die Lage schlechter wird, systematisch zum Steinbruch für hessische Finanzminister werden, wenn denn dann die Steuereinnahmen sinken. Also, wer gewinnt beim kommunalen Finanzausgleich? Nur einer, der Finanzminister, und zwar auf Kosten der Kommunen. Und hier haben wir noch nicht über die Schäden geredet, die Sie mit der Unterfinanzierung und der Kürzungspolitik in den letzten Jahren angerichtet haben. Damit kommen wir nämlich zum zweiten Ihrer Gewinnerthemen, dem kommunalen Schutzschirm. Mir bleibt es nach wie vor ein Rätsel, so oft wir hier auch diskutieren, wie Sie, wie die Landesregierung dieses Projekt als Gewinnerthema verbuchen kann. Ich sehe, wenn ich mir die hessischen Städte, Gemeinden und Landkreise anschaue, dann sehe ich weit und breit keinen Gewinner dieser Schutzschirmprogramme, aber viele Verlierer. Sie haben zwar den betroffenen Kommunen eine Teilentschuldung zugestanden, aber im Gegenzug Kürzungen bei den Ausgaben und Erhöhungen bei den Grundsteuern gefordert. Das ist, wenn man das einmal bildlich ausdrücken will, ungefähr so, als ob Sie einem Ertrinkenden den Rettungsring immer kurz vor die Nase halten und ihm dann sagen, wenn er aus eigener Kraft bis zum Ufer schwimmen kann, dann werden Sie ihm helfen. Das ist das Bild Ihrer Schutzschirmpolitik. Der Schutzschirm hat die Kommunen zu brutalen Kürzungen gezwungen. Sie nennen das beschönigend auf der Ausgabenseite konsolidieren, als ob es substanziell das Problem der hessischen Kommunen gewesen sei, dass sie zu viel ausgegeben haben. Tatsächlich aber waren die Gewerbesteuereinnahmen und die Zuweisungen des Landes massiv zurückgegangen. Nicht zuletzt auch, weil sie ja in verfassungswidriger Art und Weise bei den Mitteln an die Kommunen gekürzt haben. Und wenn wir heute sehen, dass Kommunen ihre Haushalte ausgleichen können, dann haben sie das weder die vom Land verordneten Kürzungen noch die zugestandene Teilentschuldung dazu substanziell etwas beigetragen. Fakt ist, die kommunalen Haushalte wurden vor allem durch die Konjunktur auf der Einnahmenseite konsolidiert. Wer aber die Auswirkungen dieser Kürzungspolitik und des sogenannten Schutzschirms zu spüren bekommen hat, das sind die hessischen Bürgerinnen und Bürger. In den betroffenen Kommunen wurden die öffentlichen und sozialen Leistungen erheblich beschnitten. Denken Sie an Städte und Gemeinden, die Sie mit Ihren Kürzungsarien dazu gezwungen haben, die Straßenbeleuchtung zu reduzieren. Gestrichen wurde zuallererst bei sogenannten freiwilligen Leistungen ein völlig falscher Begriff, weil er den Eindruck erweckt, dass Maßnahmen wie Sozial-, Kultur-, Sportförderung, dass Bibliotheken und Schwimmbäder irgendeine Goodwill-Angelegenheit seien. Das ist aber mitnichten der Fall. Das Funktionieren eines Gemeinwesens hängt auch davon ab, dass der soziale Zusammenhalt mithilfe einer funktionierenden öffentlichen Infrastruktur gewährleistet wird. Diese öffentliche Infrastruktur haben Sie mit Ihren Schutzschirmprogrammen massiv beschnitten. Es wurden Leistungen gestrichen, auf die Menschen mit geringem oder mittlerem Einkommen so dringend angewiesen sind. Und Ihre Politik hat dazu geführt, dass Sie den hessischen Bürgerinnen und Bürgern tief in die Tasche gegriffen haben. Sie haben die Kommunen gezwungen, auf breiter Ebene die Gebühren zu erhöhen, Kita, Friedhofs, Abfall, Parkgebühren. Und die sogenannte Elternbeitragsfreiheit bei der Kinderbetreuung, die ja leider auch nur eine Teilbefreiung ist, tragen Sie auch wieder auf dem Rücken der Kommunen aus, indem Sie die Kommunen zur Finanzierung heranziehen. Aber gerade die ärmsten Kommunen mit den höchsten Kita-Beiträgen, die Sie selbst zu so hohen Kita-Beiträgen getrieben haben, denen geben Sie nicht genug Geld. Oder denken Sie an die exorbitanten Grundsteuererhöhungen, die insbesondere Familien belasten. Wie ich das auch drehe und wende, es fällt mir ungeheuer schwer, darin auch nur irgendeinen Erfolg zu sehen, meine Damen und Herren. Und auch beim sogenannten, das heißt, wenn man das zusammenfassen will, auch beim sogenannten Schutzschirm gewinnt nur einer, der Finanzminister, und zwar auf Kosten der Menschen mit kleineren und mittleren Einkommen. Das dritte Gewinnerthema, das Sie hier präsentiert haben, das ist der Investitionsstau in den Kommunen. Und ja, es ist ja richtig, die Landesregierung hat dazu Sonderprogramme aufgelegt. Das hat zwei Gründe. Zum einen die sprudelnden Steuereinnahmen. Zum anderen aber auch, dass das Land über Jahre und Jahrzehnte damit zurückgehalten hat, die Kommunen im Investitionsbereich ordentlich auszustatten. Und in der Anhörung zum Kommunalen Investitionsprogramm hat Herr Dr. Dieter vom Hessischen Städtetag ja darauf hingewiesen, dass eine Bedarfsanalyse für
zusätzliche Investitionen zwar grundsätzlich sehr wünschenswert sei, aber im Moment aus seiner Sicht nicht unbedingt gebraucht würde, und jetzt lassen Sie es sich auf der Zunge zergehen, weil der Investitionsbedarf so groß ist, dass wir überhaupt nicht einmal in die Nähe kommen, diesen überhaupt priorisieren zu können und zu müssen. Das heißt also, der Bedarf an Investitionen in den Kommunen, der ist so groß, dass der Städtetag im Moment überhaupt keine Hoffnung hat, dass diese Landesregierung in der Lage ist, diesen Investitionsstau entscheidend aufzulösen. Und auch die Zahlen, die dazu vorliegen, eine Bedarfsanalyse wollen Sie ja nicht, der verweigern Sie sich systematisch, weil auch Sie das Problem nicht wirksam und nachhaltig angehen wollen. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht die Größe des Problems. Das Deutsche Institut für Urbanistik beziffert den Investitionsstau in ganz Deutschland im Schulbereich auf über 32 Milliarden €. Im Bereich der weiteren Infrastruktur auf weitere 34 Milliarden €, im Bereich der Sportstätten und Bäder auf 9,7 Milliarden € und im Bereich der Kinderbetreuung auf 4,6 Milliarden €. Wenn man das also zusammennimmt, für die deutschen Kommunen über 80 Milliarden € Investitionsstau. Und da würde mich nach wie vor interessieren, weil Sie auf dieses Argument nie eingehen, wie Sie insbesondere bei den GRÜNEN dann davon sprechen können, dass das eine generationengerechte und nachhaltige Politik sei. Ist es denn generationengerecht und nachhaltig, die öffentliche Infrastruktur auf Verschleiß zu fahren? Ich meine, von der CDU habe ich das erwartet, aber von den GRÜNEN? Und wenn Sie sagen, in den Schulen wäre ja alles sehr gut, weil Sie mal in Gießen eine Schule gesehen haben, die saniert wurde, dann kann ich Ihnen doch wirklich nur raten, reden Sie einmal mit Schülern, mit Lehrern und Eltern in Hessen. Fragen Sie nach dem Zustand der hessischen Schulen. Reden Sie einmal mit der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und dann werden Sie gesagt bekommen, dass wir einen gigantischen Investitionsstau in den hessischen Schulen haben, den Sie nicht einmal ansatzweise bearbeiten wollen. Und das ist ja schön, dass Sie, es ist ja schön, dass Sie hier sagen, und jetzt haben wir ein Schwimmbadprogramm aufgelegt. Ich meine, an die Kollegen der CDU, erzählen Sie das mal nicht so laut, dass Sie da eine Forderung der LINKEN erfüllt haben, nicht, dass Sie da in Ihren Wahlkreisen noch einmal Ärger bekommen. Aber ich frage Sie, wie viele Schwimmbäder mussten denn in Hessen geschlossen werden, weil Sie jahrelang weggeguckt haben, als wir mit dem Schwimmbadsterben zu kämpfen haben. Darüber schweigen Sie sich lieber aus. Und noch einmal zurück zum Schulbereich. Die Zahlen habe ich Ihnen hier auch schon hoch und runter gebetet. Allein Frankfurt und Wiesbaden beziffern ihren Investitionsstau auf 1,4 Milliarden €. Und da kann man doch nur sagen, angesichts dieser Zahlen, Ihre Programme, die sind nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein, für den Sie sich aber wiederholt hier selber feiern. Sie feiern sich damit für einen Flächenbrand, den Sie selbst gelegt haben, und jetzt ein Glas Wasser darauf kippen. Was wir hier aber brauchen, das ist kein Glas Wasser, sondern das ist ein in Form von immer neuen Sonderprogrammen, sondern was wir brauchen, das sind keine halbherzigen Löschversuche, sondern das ist der Einsatz von Löschflugzeugen und mal richtig schwerem Gerät, um die Investitionsproblematik in Hessen zu bearbeiten. Denn Sie lösen mit Ihrem Programm den Investitionsstau nicht auf. Das Einzige, was Sie schaffen, und das war ja heute in der Fragestunde auch schon Thema, das ist Arbeit für die Werbeagentur des Finanzministers. Der kann dann wieder lustige Imagefilme drehen und kann durch Hessen fahren und erzählen, welche notwendige und überfällige Reparatur denn jetzt in einer Kommune erledigt werden kann. Auch hier gilt also, nur einer gewinnt, der Finanzminister mit seiner Imagekampagne und seinen Imagefilmchen, aber ganz sicher nicht die Menschen in Hessen, die auf eine funktionierende öffentliche Infrastruktur angewiesen sind. Und jetzt kommen wir zum vierten Punkt der Hessenkasse. Ich habe Ihnen das schon einmal gesagt. Es ist eigentlich eine Frechheit, dass die Landesregierung ihre Hessenkasse feiert, ohne dass uns außer einer bunten Präsentation viel bekannt gemacht worden ist. Sie fahren zwar durch Hessen und beraten die Hessenkasse mit allerlei Vertretern der kommunalen Familie, aber hier haben Sie noch keinen entsprechenden Entwurf vorgelegt. Ja, Sie haben uns im Ausschuss erklärt, Sie wären bereit, Herr Finanzminister Schäfer, uns das auch alles zu erläutern mit der Hessenkasse, aber Sie scheinen nicht bereit zu sein, hier in Hessen im Hessischen Landtag ein ordentliches Gesetz vorzulegen. Und deswegen sage ich noch einmal, damit wir die Hessenkasse weiter ernsthaft diskutieren, dann sollten Sie nicht nur durch Hessen fahren und irgendwie eine Imagekampagne machen, sondern hier einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen.
Aber auch das, was wir bisher wissen, das lässt das Projekt der Hessenkasse in einem deutlich anderen Licht erscheinen, als die Landesregierung uns hier immer wieder weismachen will. Zum Ersten, mit der Hessenkasse löst das Land in einer großzügigen Geste angeblich alle Kassenkredite der Kommunen ab. Dabei liegt natürlich die Frage nahe, und die ist hier auch schon aufgeworfen worden, wie kam es denn überhaupt dazu, dass die hessischen Kommunen 6 Milliarden Kassenkredite vor sich herschieben mussten? Da lohnt sich ein Blick auf die historischen Daten, wenn heute hier ein CDU-Finanzminister verkündet, dass er ein großer Freund der hessischen Kommunen sei. Was glauben Sie, wie hoch die Kassenkredite waren, als die CDU in die Landesregierung eintrat? Für das Jahr 1998 weist das Statistische Bundesamt einen Bestand an Kassenverstärkungskrediten für die Kommunen in Hessen von etwas über 800 Millionen € aus. Seitdem sind die Kassenkredite auf über 6 Milliarden € angestiegen. Unter CDU, Finanz- und Innenminister haben sich die Kassenkredite seitdem also verachtfacht. Wenn Sie sich also heute für die Ablösung der Kassenkredite selber feiern wollen, dann geht es hier ja noch nicht einmal darum, dass Sie teilweise den Schaden beseitigen, den Sie selber zu verantworten haben. In den Jahren 1999 bis 2016, in denen immer die CDU die zuständigen Finanz- und Innenminister gestellt hat, da sind die Kassenkredite der Kommunen in 13 von 17 Jahren gestiegen. Und auch hier gilt, wie Sie das auch immer hin und her schieben wollen, Sie tragen eine zentrale Mitverantwortung für den hohen Kassenkreditstand in unseren Kommunen. Und wenn man sich dann noch einmal anschaut, dass die Kassenkredite gerade dann gestiegen sind, in Phasen, wo die Konjunktur nicht gerade gebrummt hat, dann waren es doch genau die Phasen, in denen Sie den Kürzungsdruck an die Kommunen weitergegeben haben. Und trotz der Operation düsterer Zukunft, trotz geschlossener Schwimmbäder, sind die Einnahmen der Kommunen in dieser Zeit so niedrig gewesen, dass sich die Kassenkredite aufgetürmt haben. Hier hat doch die Landesregierung schlicht die Einnahmen der Kommunen gekürzt, und diese Verantwortung können Sie nicht einfach an die Kommunen weiterdelegieren. Die Ablösung der Kassenkredite durch das Land ist also nichts anderes als die Übernahme von Schulden, die die hessische CDU selbst zu verantworten hat. Doch so weit kommt es ja letztlich gar nicht. Schon in den bunten Vortragsfolien, über die wir schon gesprochen haben, machen Sie ja deutlich, dass zu einem erheblichen Teil die Kommunen die Abfinanzierung der Altschulden bewerkstelligen sollen. Auch das ist hier schon thematisiert worden. Pro Jahr kostet die Hessenkasse voraussichtlich, denn nichts Genaues weiß man nicht, 300 Millionen €. Die Kommunen sollen davon jedes Jahr 100 Millionen € zahlen. Den Rest finanziert angeblich das Land. Allerdings sind von den 200 Millionen € Landesmittel nur 21 Millionen € zusätzliche Mittel, die der Finanzminister aufwenden muss. Der Rest ist entweder Geld, das bisher anders verwendet werden musste und jetzt frei wird, oder aber es ist Geld, das sonst sowieso den Kommunen zustehen würde. Über die 5. Milliarde haben wir hier schon gesprochen aus dem Bundesteilhabegesetz, der Kommunalanteil am Fonds der Deutschen Einheit und die Mittel aus dem Landesausgleichsstock. Wenn man das nun zusammenrechnet, dann kommt man auf einen Anteil der Kommunen von über 200 Millionen €. Das Fazit ist also dieses Zahlensimsalabims: Die Kommunen zahlen bis zu zwei Drittel selbst für die Schulden, die zu 100 % die CDU-Landesregierung zu verantworten hat. Das haben die Vertreter der kommunalen Familie in der Anhörung auch deutlich thematisiert und kritisiert. Und sie betonen zwar, wie viel sie mit den Kommunen reden, aber schön wäre es doch, wenn sie auch einmal auf die Kommunen hören wollen würden, wenn sie denn in der Anhörung ihre Position zum Ausdruck bringen. Das tun sie aber nicht. Es scheint ihnen herzlich egal zu sein. Also gibt es auch in diesem Bereich nur einen Gewinner, der Finanzminister, der sich über einen weiteren Erfolg auf Kosten der Kommunen feiert. Aber mit der Hessenkasse geht es auch noch weiter. Schon jetzt hat die Landesregierung angekündigt, auch hier ist uns wieder nicht das ordentliche Verfahren bekannt, dass sie die Kommunalaufsicht weiter verschärfen wollen. Das heißt also, sie werden die Zügel weiter anziehen und eine nächste Kürzungswelle droht. Meine Damen und Herren, diese Landesregierung ist die einzige Gewinnerin in der Finanzpolitik gegenüber den Kommunen. Die kommunale Finanzpolitik der schwarz-grünen Landesregierung ist, anders als Sie darstellen, keine Erfolgsgeschichte, sondern ein schlechtes Beispiel dafür, wie man mit Kommunen als Landesregierung umgehen kann. Und deswegen sparen Sie sich Ihr Lob an die Vertreterinnen und Vertreter der hessischen Kommunalpolitik, denn dieses Lob, das ist eher vergiftet. Abgeordnete, kommen Sie bitte zum Ende. Ich komme
Wir brauchen eine andere Politik im Umgang mit den hessischen Städten, Gemeinden und Landkreisen. Dafür brauchen wir aber auch einen sehr viel grundsätzlicheren Politikwechsel, einen Politikwechsel, der die Reichen und Vermögenden in diesem Land endlich kräftiger wieder zur Kasse bittet, der ein Ende macht mit Steuergeschenken für reiche Konzerne und der das Steuersystem endlich gerechter gestaltet. Damit haben wir dann auch die nötigen Mittel, um unsere Städte, Gemeinden und Landkreisen finanziell besser auszustatten, die notwendigen Investitionen in Schulen, in Wohnraum und bitte letzter Satz. Für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Herr Abg. Dr. Hahn für die Fraktion der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch wenn mir mein parlamentarischer Geschäftsführer gesagt hat, ich sollte mich jetzt nicht an den Schalauschke abarbeiten, so möchte ich doch als Vorbemerkung zu zwei Themen kurz Stellung nehmen. Ich bin immer wieder überrascht, dass es Menschen gibt, die sich für Steuererhöhungen aussprechen, obwohl der Staat so viel Steuer wie noch nie in seinem Leben einnimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist schlicht unlogisch. Das passt nicht zusammen. Das ist offensichtlich eine sozialistische Einstellung, aber keine bürgerfreundliche Einstellung, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Nein, es ist nicht bürgerfreundlich, weil die Steuern nun einmal von Bürgern bezahlt werden und auch diejenigen, die jetzt in immensem Maße gerade in die Kassen des Bundes, des Landes und der Kommunen fließen. Und eine zweite Vorbemerkung. Den Schutzschirm, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Kollege Schalauske, also warum der auf Kosten der Kommunen eingerichtet worden ist, ist mir ebenfalls schleierhaft. Ich gehöre ja zu den Miterfindern und Paten und Mitonkels dieses Schutzschirms. Ich kann mich daran erinnern, dass alle Kommunen, aber auch wirklich alle Kommunen freiwillig diesem Schutzschirm beigetreten sind, weil er für sie ein Vorteil ist. Wenn Sie jetzt in Ihrer etwas verkürzten Sichtweise sagen, ja, aber jetzt sind die Gewerbesteuer, die Grundsteuer und so weiter höher, dann verwechseln Sie zwei Dinge. Das hat mit dem Schutzschirm null zu tun. Das sind, junger Kollege, bitte mal mit dem Thema beschäftigen. Das hat etwas zu tun mit den Erlassen, die der Kommunalminister herausgegeben hat, der jetzt bei der Besprechung auch gar nicht anwesend ist. Das ist die Folge der beiden Beuth-Erlasse, die dazu geführt haben, dass die Kommunen entsprechende Steuern erhöhen mussten und, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Gebühren teilweise erhöht haben. Aber das, lieber parlamentarischer Geschäftsführer, nur als Vorbemerkung. Es waren gerade einmal zwei Minuten. Ich will ein bisschen den Bogen spannen und darauf hinweisen, lieber Herr Staatsminister Dr. Schäfer, dass ähnlich, nur das waren Ihre letzten zwei Minuten, der Präsident war schon ein bisschen nervös gewesen und schaute schon auf die Uhr und wollte schon darauf hinweisen, dass die Redezeit der Abgeordneten am Ablaufen ist, dass Sie die einzige Neuigkeit heute hier um diese Zeit verkündet haben. Auf Seite 16 Ihres Vortrages, ich zitiere, übrigens, wir müssen nicht den Präsidenten fragen. Diese Regel ist schon lange aus dem Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages heraus. Können wir uns auch wechselseitig Zeit sparen? Wir Abgeordneten dürfen einfach das zitieren, was wir gerne zitieren möchten. An dieser Stelle noch eine weitere gute Nachricht, sagte der Finanzminister. Wir werden zudem zulassen, dass sogenannte Altfehlbeträge noch einmal mit dem Eigenkapital verrechnet werden können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, für diesen positiven, lieber Thomas Schäfer, positiven Satz haben Sie 20 Minuten gebraucht. Und wir alle mussten eine Regierungserklärung genießen, deren Inhalt wir alle schon kannten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Schwarzen und den Grünen, so geht man nicht mit dem Parlament um. So geht man nicht mit dem Parlament um. Wir haben im Mai, wir haben im Juni, wir haben im August das Thema Kommunalfinanzen auf der Tagesordnung gehabt. Und deshalb gibt es nichts Neues. Wie gesagt, bis auf das Thema Altfehlbeträge, dass die mit dem Eigenkapital verrechnet werden können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie denn wirklich nichts anderes von Schwarz-Grün bisher gegenüber den Kommunen zu sagen?
Müssen Sie uns immer wieder dasselbe erzählen, damit wir dann immer wieder mit denselben Argumenten Ihnen sagen, dass Sie einerseits recht haben, andererseits aber falsch liegen? Das ist jedenfalls die Auffassung der FDP, zu der ich noch einmal komme. Meine herzliche Bitte ist, nicht in diesem Jahr noch einmal eine Debatte über Kommunalfinanzen führen, es sei denn, Sie kommen endlich Ihrer Pflicht nach, nämlich die Gesetzentwürfe vorzulegen zur Hessenkasse und die Gesetzentwürfe vorzulegen zum Thema Kindergartenfreibeträge. Dann sind wir Liberale gerne bereit, in die Debatte einzusteigen. Aber eine Regierungserklärung zu halten, Mann, das nennt man ja fast schon peinlich, in der nichts Neues bis auf diesen einen Satz steht, aber sich davor zu drücken, die eigenen Hausaufgaben zu machen, nämlich die Gesetzentwürfe vorzulegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, verschonen Sie bitte uns alle vor diesen Ritualen. Die Kommunen verstehen es sowieso nicht. Die Bürgerinnen und Bürger interessiert es nicht. Und uns langweilt es langsam. Und ich finde, die Kommunen dürfen Landtagsabgeordnete nicht langweilen. Deshalb wollen wir die konkrete Butter bei die Fisch haben. Wie sieht es denn aus mit der Hessenkasse? Wie sieht es denn aus mit den Kindergartengebühren? Das hätten wir heute erwartet. Wieder einmal Fehlleistung. Wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir, die FDP-Landtagsfraktion, vor ca. 4 Wochen einen Kommunalkongress hier in diesem Hause, im Medienraum, ich habe gerade gesucht, wo der ist, da unten, durchgeführt, wo 2 Vertreter der kommunalen Familie, Geschäftsführer, Hauptgeschäftsführer, ein Roter, ein Schwarzer, darauf hingewiesen haben, dass die Situation der Kommunen und Hessen in Hessen nicht gut ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir hatten vor 14 Tagen den Jahrestag der Vereinigung der liberalen Kommunalpolitiker, wo wir neben der Wahl und Wiederwahl einiger direkt gewählter Bürgermeister uns wiederum die Geschäftsführer und Hauptgeschäftsführer angehört haben. Wieder ein Schwarzer, wieder ein Roter, wieder die gleiche Botschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kommunalfinanzen sind immer noch nicht in einem guten Zustand. Und der Hauptvorwurf ist, wenn das Land Hessen uns etwas Gutes tun will, dann soll es das auch zu 100% selber bezahlen. Und dann soll es das nicht mit Bundesgeld machen, dann soll es das nicht mit Geld aus dem KFA machen, sondern soll es mit eigenem Geld machen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ob das der Schwarze, ob das der Rote Oberhauptgeschäftsführer gewesen ist, beide haben uns gesagt, ungefähr 80% der Dinge, lieber Herr Thomas Schäfer, die Sie zusätzlich zum KFA an die Kommunen leisten, ist nicht Geld von Ihnen, ist nicht Landesgeld, sondern ist Geld von jemand anderes. Und das nennt man ein bisschen schofelig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will extra kein Wort nehmen, dass der Präsident mich jetzt rügen muss. Und ich könnte Sie jetzt überzeugen, nee, das glaube ich nicht, aber jedenfalls damit ausstatten, was denn alles die kommunale Selbstverwaltung, die 3 Spitzenverbände in den letzten Wochen zu Papier gebracht haben. Wir haben doch alle die Vorlage im Haushaltsausschuss bekommen, in denen herinnen steht, wie die kommunale Familie die Haushaltsplanung 2018-2019 sieht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Kollege hat eben schon etwas zitiert, ich glaube, es war Norbert Schmidt, zum Thema Gewerbesteuerumlage. Wir könnten noch einiges sagen zum Thema Gebührenfreistellung. Es ist immer dieselbe Melodie. Und, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, die sich nicht zu 100% damit beschäftigen, die Melodie ist auch noch richtig. Es ist immer dieselbe Melodie. Da tut das Land Hessen so, als würde es den Kommunen etwas Gutes tun. Es tut dem Land, es tut den Kommunen noch manchmal etwas Gutes. Nur Thomas Schäfer vergisst immer wieder zu sagen, ist aber nicht Landesgeld, sondern ist Bundesgeld oder ist euer eigenes Geld. Und wir schreiben euch vor, wie es jetzt eigentlich gemacht werden soll. Das ist nicht okay, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da hilft auch keine Regierungserklärung weiter. Da hilft auch nicht der x-te Setzpunkt in der Dezember-Sitzung, sondern da helfen jetzt ausschließlich noch die Gesetzesvorlagen zum Thema Hessenkasse und zum Thema Gebührenfreistellung. Die wollen wir jetzt endlich auf dem Tisch sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Machen Sie doch bitte Ihre Arbeit. Kollege Schelske hat nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, ich bin jetzt beim Thema Kindergartengebühren. Ich fühle mich in vielen Dingen inhaltlich mit ihm sehr verbunden.
Doch, doch, doch. Auch wenn er ein Sozialdemokrat ist. Aber Sie wissen, Herr Rudolph, es gibt gute Sozialdemokraten und weniger gute Sozialdemokraten. Ich lasse das jetzt einfach einmal. Kollege, der Oberhauptgeschäftsführer der hessischen kommunalen Familie, Herr Schelske, hat darauf hingewiesen, dass es die Norm des § 28 im HKJGB gibt. Für alle diejenigen von Ihnen, die sich mit dem Thema nicht täglich beschäftigen, mache ich auch nicht. Das ist die Norm, die beschreibt, wie hoch der Ausgleichsbetrag z.B. der Kommune X ist an die Kommune Y, wenn Kinder der Kommune X in der Kommune Y in den Kindergarten gehen. Da ist genau festgeschrieben, dass es eine Drittelbeteiligung gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wieso kommt eigentlich die Landesregierung, das ist ja sowohl der Finanzminister wie auch der Sozialminister, der ja auch nicht da ist, den langweilt die Debatte genauso wie den Kommunalminister. Ich kann es ja sogar verstehen, auch wenn es unhöflich gegenüber der Opposition ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, warum werden nicht diese Normen auch angewandt, wenn Sie selbst meinen, Sie müssten sich da einmischen? Also nach den Berechnungen des Städte- und Gemeindebundes müssten die 136 €, die Sie, ohne dass ein Gesetz jetzt vorliegt, aber gnadenvoll den Kommunen anbieten, bei mindestens 250 € liegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Betreten nach unten gucken kann ich gut nachvollziehen. Man hat Sie erwischt dabei. Sie haben etwas am Montagabend in der Staatskanzlei bzw. der Rosselstraße beschlossen, haben es Dienstag, ohne weiter darüber nachzudenken, verkündet und haben ganz vergessen, dass Sie selbst ein Gesetz zu beachten haben, in dem von der Drittelfinanzierung die Rede ist, § 28 Absatz 1 HKJGB. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt eigentlich wenig Sinn, alles noch einmal das zu wiederholen, was wir in den Debatten bereits vorher schon geäußert haben. Was mich überrascht, Herr Finanzminister, ist, wie lau heute und wie unpräzise Ihr Vortrag war, dass Sie frech und spitz formulieren können, haben wir ja heute gerade der FAZ entnommen. Also bei Themen, wo Sie nicht beteiligt sind, wo Sie genauso viele wenig Informationen haben wie viele, viele andere, machen Sie den Mahnenden und den Tadelnden, und wenn die FDP zu treffen ist, dann ganz besonders heftig, treten wir noch einmal nach. Aber wenn Sie Ihre eigenen Hausaufgaben machen sollen, dann sind Sie windelweich. Ich muss gestehen, ich halte es schon, lieber Herr Schäfer, für sehr beachtlich, wenn Sie das wirklich gesagt haben, was heute in der FAZ steht, zum Thema des Verlaufes der Koalitionsverhandlungen in Berlin. Was ist denn das für eine Logik, zu sagen, der FDP vorzuwerfen, Sie habe ein Plakat aufgestellt, in dem es heißt, nichts tun ist Machtmissbrauch, wenn Sie jetzt 4,5 Wochen mit Ihrer Bundesvorsitzenden oder Bundeskanzlerin dieser Republik verhandelt hat? Was hat denn das mit Nichtstun zu tun? Das ist vielleicht schon eine hohe Arbeitsleistung, die dort gebracht worden ist. Und Sie wissen doch genau wie ich, das hat doch nichts damit zu tun, dass nichts getan ist, sondern es hat damit zu tun, dass nach dem Modell Hessen man in Berlin auch eine schwarz-grüne Regierungskoalition bilden wollte. Und dazu braucht man aber noch die 80 Stimmen der FDP. Die sind halt nicht für umsonst zu bekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben nämlich auch Aussagen gegen unsere Wählerinnen und Wähler gemacht, und da stand nicht drin, mit Merkel weiter so. Den Fehler haben wir einmal gemacht, den machen wir nie wieder. Da können Sie aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, Gift drauf nehmen. Deshalb lassen Sie mich zum Abschluss feststellen, wir fragen die Landesregierung, was ist mit den Plänen zur Fortführung der Gewerbesteuerumlage, die die hessischen Kommunen ab 2020 über 400 Millionen € kosten wird? Was ist mit der Kritik an der Finanzierung der Hessenkasse aus Mitteln, die der Bund den Kommunen versprochen hat? Wie geht man mit der Kritik an der Befrachtung des KFAs durch die Gebührenfreistellung der Kindergärten um? Wie gerecht ist eigentlich ein System, das ab und an die Kommunen mit Kassenkrediten denjenigen gleichstellt, die strukturschwach sind? Wie behält man eine faire Balance zwischen den Kommunen, die nun Investitionsmittel bekommen, und denen, die durch den Eigenbetrag zur Hessenkasse nicht investieren können? Und letzte Frage, wie geht man mit dem Eigenbeitrag um, wenn die Konjunktur einbrechen sollte? Diese 7 konkreten Fragen, Herr Staatsminister, hätten Sie wenigstens heute beantworten können. So haben wir vieles gehört, einen einzigen Satz Neues. Meine sehr verehrten Damen und Herren von Schwarz-Grün, das ist eine Regierungserklärung nicht wert. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Hahn.